Sie sehen die Krone News auf Krone TV und ich darf nun im Studio begrüßen Christoph Haselmeier vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse. Er ist Meinungsforscher. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, man fragt sich, der Krieg in der Ukraine, wie beschäftigt das die Österreicher? Also ich habe persönlich die Erfahrung machen dürfen, dass es kaum noch möglich ist, Benzinkanister irgendwo zu bekommen. Die Baumärkte sind da leer. Ich kenne einige Menschen, die Kalium-Jodid-Tabletten schon gekauft haben und nicht wenige haben sich überlegt, na, wohin soll man denn fliehen, wenn es schlimmer wird. Sie haben nachgefragt bei der Bevölkerung und 64% haben Bedenken, wenn es um die Sicherheit Österreichs geht, ganze 33% fürchten eine Ausweitung des Ukraine-Kriegs. Ja, also wie gesagt, diese Bilder, die wir tagtäglich über die verschiedensten Kanäle ja auch sehen, ja, die lassen die Menschen draußen nicht mehr kalt. Ja. Es beschäftigt einen, man diskutiert auch darüber im Familienkreis, im Freundeskreis, bei der Arbeit. Ja. Und wir haben, wie Sie schon richtig gesagt haben, diese Befragung durchgeführt. Die ist am letzten Freitag in der News erschienen. Also Auftraggeber in der heutigen Zeit, muss man dazu sagen, war die News. Und 64% der Menschen sagen, dass sie Bedenken haben, wenn es um die Sicherheit des Landes geht und 34% der Österreicherinnen und Österreicher sagen, ja, das ist eigentlich, dass sie eigentlich keine Angst haben. Wobei, wenn man sich's anschaut, auch im Verhältnis zum Beispiel Mann und Frau, ja, sind die Frauen diejenigen, die mehr Bedenken haben, wenn es um die Sicherheit unseres Landes geht, als die Männer. Mhm. Wir haben natürlich nur so viel Information, wie uns die Militärexperten geben können, wie es dann in Wahrheit steht um die Sicherheit Österreichs. Anscheinend wäre es relativ schwer, sich gegen einen Angriff der Russischen Föderation zu verteidigen. Allerdings wurde auch abgefragt, ob die Menschen sich durch irgendeine Art Sicherheitssystem geschützt fühlen, zum Beispiel das Bundesheer oder die NATO. Ja, also da ist natürlich noch immer in den Köpfen der Menschen die Neutralität, also dieser Neutralitätsstatus ein ganz ein wichtiges Symbol im Land. Das heißt, die Leute fühlen sich durch die sogenannte immerwährende Neutralität in Österreich auch geschützt. Sie sagen zumindest, sind sie der Meinung, dass Österreich der NATO beitreten und die Neutralität aufgeben sollte, da sagen 82% Nein, nur 11% sind für einen Beitritt zu einem Bündnis, in dem Fall zur NATO. Und das spiegelt halt dann schon auch einiges wider. Und das Thema, welches Thema wir zum Beispiel auch an Bedeutung gewinnen, da sagen 60% der befragten Menschen der Neutralitätsstatus, 30%, auch das wird ja derzeit immer wieder quer durch Europa diskutiert, ein europäisches Berufsheer, also sogenannte eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik, ja, und 7% nennen hier den NATO-Beitritt, der Rest hat dazu keine Meinung, aber die Menschen fühlen sich schon auch, vielleicht auch ein wenig als Insel in Österreich hier geschützt, wir sind es ja quasi gewohnt gewesen, bald die letzten, wenn man so rechnet, ja über 70 Jahre, 75 Jahre, dass wir hier quasi als Insel gesehen werden. Und da denke ich mal, die Neutralität wird uns schon helfen. Mhm. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass sich auch die Politik vor allem daran orientiert, was die Bevölkerung will. Das soll es ja durchaus. Es ist ja so, dass wir aus diesem Grund die Demokratie haben, dass man doch auf die Bevölkerung hört. Die Politiker sind ja gewählte Volksvertreter, eigentlich die Angestellten der Steuerzahler, wenn man das so will. Also an der Neutralität wird mal vorerst nichts gerüttelt und das unterstützen auch die Umfragen. Das unterstützen die Umfragen. Wie gesagt, je nach Institut, die das für andere Medien auch machen, hat man hier derzeit Werte 80, 81, 82%. Also wie gesagt, das ist alles innerhalb der Schwankungsbreite, kann man sagen. Also über 80% der Menschen in Österreich sagen, na, nicht an der Neutralität rütteln. Sie fühlen sich auch dadurch in Österreich sicher. Ob es in Wirklichkeit, wenn es zu einem richtigen Bedrohungsszenario auch wirklich so sein würde, ja, da möchte ich nicht auch spekulieren, aber zumindest haben die Menschen das Gefühl und das ist schon mal wichtig. Und gibt es auch irgendeine Meinung, wie sehr sich Österreich überhaupt äußern soll? Denn eines ist, wenn man in den Krieg zieht oder Waffen liefert und etwas anderes ist, wenn man Position bezieht. Das passiert
zum Teil nicht immer mit entsprechend viel Nachdruck, aber es passiert. Und was sagen die Österreicher? Naja, zuerst blicken wir mal drauf. Eigentlich hat sich ja auch dieses ganze, die ganze Sicherheitspolitik ja quasi von dem einen zum anderen Tag komplett geändert. Ja. Früher, das war auch wieder quer durch Europa, egal ob das jetzt Portugal war oder in Griechenland oder in Deutschland oder in den skandinavischen Ländern, hat man in den meisten zumindest also die jeweiligen Militärsysteme relativ kaputt gespart. Das heißt, man hat generell wenig Geld ausgegeben. Deutschland hat ja jetzt, muss man auch dazu sagen, mit einer rot-grün-liberalen Regierung investiert jetzt 100 Milliarden Euro in die Sicherheitspolitik des Landes, also auch in die militärische Aufrüstung. Also das wäre wahrscheinlich noch vor 3 Jahren denkbar möglich gewesen. Ja? Und auch grüne Regierungsbeteiligungen quer durch Europa sind jetzt dafür, dass man Waffen an die Ukraine liefern. Auch das wäre wahrscheinlich vor 5 Jahren noch denkbar möglich gewesen. Ja. Das heißt, hier ist einiges, was über Jahrzehnte gegolten hat, für das eigentlich Parteien eingestanden sind, quer durch Europa, von den einen auf den anderen Tag auf den Kopf gestellt worden. Jetzt haben wir natürlich die ganze Berichterstattung in den Medien. Und zu Ihrer Frage, wie stark soll sich Österreich im Krieg um die Ukraine positionieren, ja, war es dann für mich spannend, wie gesagt, die News hat sie am Freitag gebracht, dass hier zwar 23%, also sehr stark, ja, das heißt unterstützend für die Ukraine, aber 34% sagen gar nicht, 18% eher schwach, also wenn man das zusammenzählt, sind es 52%. Und gegenüber 23% habe ich schon erwähnt und 19% ziemlich stark. Das heißt, wir haben eigentlich einen Block von 52% gegenüber 42%, die sagen, Österreich soll sich gar nicht oder schwach nur positionieren. Auch hier vielleicht wieder ein wenig dieses Inseldenken. Ja? Aber eines ist für mich auch klar, diese Befragung zeigt eindeutig, dass das, was die Politik derzeit sagt, die Medien, egal jetzt welches Medium, berichtet ja, oder berichten und das Gefühl der Bevölkerung wieder mal komplett auseinandergeht. Mhm. Ja. Und das ist für mich schon auch die Kernaussage, dass die Menschen sagen, naja, eigentlich sollten wir uns eigentlich so wenig als möglich, zumindest die Mehrheit der Bevölkerung, hier in diesem Konflikt positionieren. Wenn man die Fernseher aufdreht, die Zeitungen liest, die Online-Medien verfolgt, dann würde man eher den Eindruck haben, dass es in die andere Richtung geht. Also hier sehe ich und erkenne ich definitiv eine Schieflage zwischen der Berichterstattung und das, was die Menschen draußen fühlen. Mhm. Aber diese Schieflage entsteht vielleicht auch dadurch, weil die Politiker den Ton angeben. Die sind einfach die, die Medien auch beliefern, bedienen, will ich fast sagen. Das heißt, dass sie sagen, wir machen eine Pressekonferenz. Mhm. Aber Otto Normalverbraucher macht ja mit seinem Dorf, mit seiner Dorfgemeinschaft, der macht ja keine Pressekonferenz, der geht zur Arbeit und der bespricht das am Stammtisch. Genau, da haben Sie vollkommen recht. Ja. Und da ist wieder auch das Gesagte und das, was man tut, ja, etwas anderes als das, was die Menschen fühlen, was sie mitbekommen und was sie dann mit ihren Freunden, mit der Familie auch am Stammtisch diskutieren. Und wie gesagt, hier ist es durchaus eine Schieflage. Wie gesagt, 52% sagen eher gar nicht positionieren, also wenn man schwach und überhaupt nicht zusammenzählt. Und das ist für mich eigentlich schon wieder eine Folie, über die wir wahrscheinlich in 2 Monaten, ich hoffe es zwar nicht, aber wahrscheinlich auch gemeinsam diskutieren können, indem diese Folie auch zeigt, dass theoretisch auch die Stimmung gegenüber der Ukraine, gegenüber diesem ganzen Konflikt, auch die derzeitige Hilfsbereitschaft, ja, dass die auch sehr rasch wieder kippen könnte. Mhm. Ja, mit dem ganzen Thema, Sie haben angesprochen, mit den Kalium-Jod-Tabletten, Sie haben angesprochen, mit den leeren Benzinkanistern, die man quasi nirgendwo zu kaufen kriegt. Ja. Der ganze Teuerungsrate, gerade gestern war ja auch der Blattaufmacher in der Kronenzeitung, dass die Menschen Angst haben vor leeren Regalen, also im Handel unter anderem. Ja. Also auch hier könnte die Stimmung relativ rasch wieder kippen. Mhm. Und was soll das Bundesheer tun? Das Bundesheer gibt es, ja, so einfach könnte man das ausdrücken. Sie sind da, Sie helfen im Katastrophenfall. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die das Bundesheer wahrnimmt. Es scheint aber gerade vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise, des Angriffskriegs durch die Russische Föderation so, dass das Bundesheer fast
gar nicht eine Verteidigungsfunktion wahrnehmen könnte. Also Grenzschutz ja, Verteidigung gegenüber einem Aggressor nein. Sie bringen es auf den Punkt, aber wie gesagt, in den Augen der Österreicherinnen und Österreicher, ja, die wissen schon, dass das Bundesheer quasi kaputt gespart worden ist in den letzten Jahrzehnten. Bewusst auch kaputt gespart worden ist. Und da sage ich, da ist es egal, welche Regierung das war. Also ob das jetzt eine Mitte-Rechts-Regierung war oder eine Mitte-Links-Regierung, wie es so schön heißt. Also da sind sich die Menschen durchaus bewusst. Das Bundesheer, auch da sind sich die Leute draußen auf der Straße bewusst, hat gut so quasi als Krisen, als, wie nenne ich es denn, als wenn es Naturkatastrophen gibt, ja, hier als Einheit funktioniert. Das heißt, wenn es die Lawinenabgänge gibt, wenn man die Dächer freischaufeln musste, ja, dann war das Bundesheer da und im Sommer natürlich auch oder vorm Sommer gewisse Überschwemmungen, speziell auch Niederösterreich, Oberösterreich speziell getroffen, Salzburg auch in den letzten Jahren, ja, da waren ebenfalls quasi quasi als Katastrophenschutzeinheit ist es sicher tauglich, ja, aber im Sinne der Menschen und in den Augen nicht zur Landesverteidigung. Und da haben wir gefragt, sind Sie der Meinung, dass das Bundesheer in Österreich mehr Geld zur Verfügung haben sollte, um gegen künftige Bedrohungen gewappnet zu sein? Und da sagen interessanterweise 70% ganz klar ja, 24% sagen hier nein, der Rest macht hier keine Angabe. Und für mich auch das Spannendste, wenn man sich in den Detailergebnissen anschaut, das heißt, je nach Parteipräferenz von ÖVP quasi bis zu den NEOS runter, dass die FPÖ, die ÖVP, aber auch die SPÖ, dafür ist, das ist eigentlich logisch, deren Wählerschaft, auch die NEOS. Aber die Grünen quasi, die ja immer Richtung Pazifismus auch tendiert haben, also auch 54% der deklarierten Grün-Wählerinnen und Wähler befürworten, dass das Bundesheer in Zukunft mehr Geld zur Verfügung hat. 33% ihrer Wählerschaft sagt nein, der Rest äußert sich hier nicht. Also Sie sehen, quer durch alle Bevölkerungsschichten, quer durch alle Parteipräferenzen ist man derzeit dafür, weil man den Krieg mitten in Europa hat, quasi fast vor unserer Haustüre, dass unser Heer aufgerüstet werden soll. Und gleichzeitig ist man sich aber bewusst, als Katastrophenschutzeinheit funktioniert es zur Landesverteidigung. Ja, da würde man wahrscheinlich im Binnen von 24 Stunden überrannt werden. Wenn ich das so zusammenfassen darf, die Politik ist mehr gefordert denn je, tatsächlich etwas zu tun. Also die meisten Politiker sind es gewohnt, über Jahre hinweg sich in Parteiausschüssen und Vorstandssitzungen und Parteitagen und Zettel verteilen, also so haben viele angefangen, dass sie mal irgendwo Zettel verteilt haben und dann kommen sie mal zur Sitzung. Und das ist auch, wie ich das jetzt auch so ein bisschen körperlich ausdrücke, das ist ein insgesamt sehr behäbiger Prozess und dann eines Tages wird man vielleicht in einen Gemeinderat gewählt und dann irgendwann, wenn man Glück hat und sich lange genug da durchschlägt, ist man dann Minister. Das ist natürlich etwas völlig anderes als zum Beispiel Generäle durchmachen in ihrer Laufbahn oder auch Manager oder auch einfach eine Bäckerei. Jemand, der eine Bäckerei hat, der muss Entscheidungen treffen, der muss permanent kleinere Krisen abwenden. Und Politiker sind darauf trainiert, zu reden und sich gut durch dieses System zu bewegen. Und vielleicht merkt man genau jetzt, mit dem kommt man jetzt nicht mehr weiter. Richtig, mit dem kommt man nicht weiter, sondern man muss auch Entscheidungen treffen können, auch schnelle Entscheidungen. Und vor allem, wenn man eine Entscheidung trifft, egal ob das jetzt dieses Thema Landesverteidigung jetzt betrifft, ja, und Ukraine-Krise oder auf der anderen Seite auch rund um die Pandemie, um das Thema Corona, dann müssen die auch halten. Nur das gibt den Menschen Sicherheit. Was nicht gehen würde, aber derzeit leider viel zu oft getan wird, dass ich auf dem einen Tag etwas sage, am anderen Tag sage ich wieder etwas anderes und 14 Tage später ist sowieso wieder alles anders. Das schafft keine Vertrauen. Und das Wichtigste ist aber auch bei den Menschen Vertrauen und Stabilität, in dem Fall auch Sicherheit zu schaffen. Dafür gibt es ja auch die Politik. Sie wird aber leider dem derzeit nicht gerecht, egal welche Partei. Und wenn ich mir so die Zahlen anschaue, die Sie mitgebracht haben, hat man den Eindruck, dass fast eine Art Rebellion sich in der Bevölkerung ausbreitet. Bisher konnte man akzeptieren, dass die Politiker gemacht haben, was sie tun. Es ging ja im Großen und Ganzen irgendwie. Man hat sich irgendwie durchlaviert, auch ein typisch österreichischer Ausdruck, durchgemauschelt. Irgendwie geht es immer.
immer. Das sind alles so typisch österreichische Dinge, die wir auch ständig benutzen in unserer Sprache. Aber ich glaube, dass jetzt die Österreicher tatsächlich Angst haben, so wie das hier in der Analyse herauskommt, dass sie wollen, dass das Bundesheer aufgestockt wird, dass zur Neutralität, ja, es gibt eine Aufteilung, aber es gibt auf jeden Fall eine Meinung innerhalb der Bevölkerung und dass sie Menschen nicht mehr einfach alles hinnehmen wollen und nicht mehr zuschauen wollen, was irgendwie irgendwo gemacht wird. Genau. Also Sie bringen es eigentlich auf den Punkt, Sie könnten nicht nur Moderator sein, sondern auch Politiker. Nein, ich fasse nur zusammen. Ja. Nein, aber es ist vollkommen richtig. Also wie gesagt, und wenn man etwas tut, dann muss man auch dazu stehen. Ja. Aber man muss dementsprechend auch handeln. Ja. Und das ist das Wichtigste, weil ein Thema, also zum Beispiel Ausweitung des Ukraine-Kriegs, auch das ist zum Beispiel ein Thema, da fürchten sich 33% sagen ja, glauben, dass das durchaus auch auf die umliegenden Länder greifen könnte, zum Beispiel auch die Republik Moldau wird ja immer wieder auch als das Armenhaus in Europa medial bezeichnet, Georgien oder sogar auf ganz Europa, auf die ganze Welt und die wenigsten sagen, naja, sie glauben eigentlich, dass es zu keiner Ausweitung kommen kann, das sind aber nur 17% in der Umfrage, also hier sieht man, dass man auch durchaus Angst hat, dass das sehr rasch auch überschlagen kann, vor allem weil ja auch der Staatspräsident Putin hier in die Ecke gedrängt ist, das heißt, die Militärexperten alle sagen, naja, eine Exit-Strategie ist derzeit sehr, sehr schwierig, ja, für beide Seiten. Und das kann dann durchaus die Spirale sich weiter nach oben drehen und leider dann auch noch weiter eskalieren. Und da machen sich die Menschen berechtigterweise Sorgen. Mhm. Und ein Thema ist, abgesehen vom Ukraine-Krieg, natürlich auch Corona. Und Sie haben es alle miterlebt, die Maßnahmen wurden extrem gelockert, die Zahlen schnalzen in die Höhe, dass das halbe europäische Ausland über Österreich berichtet, was dann bei uns hier los ist. Auch da fragt man sich, ja, was ist denn da los? Dann wird diskutiert innerhalb der GECO-Kommission und der Regierung und anderen Expertengremien, die sich mit dem Thema Corona beschäftigen. Also es ist ein heilloses Durcheinander und im Moment sieht es nicht danach aus, als würde sich das ändern. Wir werden auch gleich noch auf die FFP2-Maskenpflicht zu sprechen kommen. Die kommt ja wieder. Was ist das jetzt? Also man muss sagen, also Gesundheitsminister Rauch ist uns ja als politischer Vollprofi verkauft worden. Aber wer circa 5 Tage braucht, um eine Maskenpflichtverordnung überhaupt auf die Reihe zu bringen, ja, der ist eher ein Dilettant als ein politischer Vollprofi. Und wir sehen es auch bei uns in den Befragungen, also das Vertrauen gegenüber seiner Person und die Glaubwürdigkeit, ja, die geht gegen Null. Ja. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Viele haben noch Bundesminister Mückstein geglaubt, da wird jetzt vieles besser, er würde uns als Vollprofi verkauft, aber die letzten Wochen waren hier, und so lange ist er noch nicht im Amt, ja, waren in Wirklichkeit eine Katastrophe, auch von der Performance her, und das bekommen die Menschen schon auch draußen mit. Also wie gesagt, quasi vom Vollprofi zum eher Dilettanten, ja, in ganz kurzer Zeit, das muss einem schon auch Gesundheitsminister Rauch einmal nachmachen. Ich bedanke mich fürs Kommen, Christoph Haselmeier vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse. IFDD ist nicht immer so einfach. Ja, ich bedanke mich fürs Kommen. Sie sind ja regelmäßig Gast bei uns, immer wieder. Wir sehen uns bald wieder. Mit den wichtigsten Einschätzungen, die Sie zu Hause auch brauchen können, damit Sie, wenn Sie das Gefühl haben, irgendwas ist da doch anders, als es uns die Zeitungen verkaufen. Wir verkaufen es ihnen nicht. Wir müssen natürlich auch berichten, was die Politiker sagen. Und deswegen haben wir Herrn Haselmeier zum Beispiel immer wieder hier, um auch nachzuschauen, wie geht es denn wirklich draußen den Menschen.